Herzlich willkommen, liebe Zwillinge, Wagen und Wassermänner, zu Ihrem Horoskop für die Woche vom 6. bis zum 12. November. Hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Vielen Dank. Lieber Zwilling, mit Merkur sind Sie auf der Gewinnerstraße. Merkur, Ihrem geneigten Herrscherplaneten, können Sie sich in dieser Woche voll und ganz anvertrauen, lieber Zwilling. Er lässt Sie lähmende Mondpausen und kritische Situationen unbeschadet überstehen. Und ab Freitag legt er sich dann richtig ins Zeug für Sie. Auf die Plätze, fertig, los. Das ist jetzt die Devise für all Ihre Vorhaben. Venus achtet darauf, dass auch die Liebe nicht zu kurz kommt. Lassen Sie sich von äußeren Einflüssen nicht weiter beirren. Was zählt, ist Ihr innerer Kompass. Gut so. Vielleicht wollen Sie sich ja verstärkt Ihrem körperlichen Wohl widmen. An Disziplin dürfte es Ihnen nicht mangeln. Auch beruflich entwickeln Sie dank Merkur einigen Ehrgeiz. Sie wollen zeigen, was in Ihnen steckt. Das verfehlt nicht seine Wirkung. Liebe Waage, lassen Sie bloß Ihre Zweifel und Ängste los. Wenn Sie sich auf das einlassen, was Pluto im Quadrat zu Ihrem Zeichen Ihnen jetzt einreden will, dann steht Ihnen eine schwierige Woche bevor, liebe Waage. Wenn Sie es aber schaffen, Ihre Ängste, Zweifel und Grübeleien nachhaltig zu entsorgen, dürfen Sie sich auf entspannte Tage freuen. Venus verspricht Ihnen dann sogar noch ein traumhaftes Wochenende mit ganz, ganz viel Liebe. Man merkt Ihnen sofort an, dass Sie zumindest die meiste Zeit über mit sich im Reinen sind. Kein Wunder, wenn Sie sehr überzeugend wirken. Es gibt nur eine kleine Stolperfalle, die es zu beachten gibt. Lassen Sie sich Ihre großen und kleinen Erfolge nicht zu Kopf steigen. Reservieren Sie nach wie vor genügend Zeit für Ihre Lieben, dann haben alle was davon. Lieber Wassermann, jetzt sollten Sie nichts erzwingen. Am besten wäre es, Sie würden jetzt eine kleine Auszeit nehmen, lieber Wassermann, ein paar Tage irgendwo ohne Alltagsstress und lästige Probleme. Warum? Weil viele kritische Aspekte Ihnen momentan keine Lösungen zur Hand geben. Und erzwingen lässt sich jetzt schon gar nichts. Also abwarten, Tee trinken und aufs Wochenende hoffen, da entspannt sich alles dank Venus und Merkur. Planet Merkur steht ab Freitag in Schützen und somit im Sextil zu Ihrem Zeichen. Das ist der Startschuss, wieder mehr zu wagen. Dieser Merkur unterstützt Sie in all Ihren Vorhaben. Sie dürfen sich ruhig ganz viel vornehmen. Außerdem haben Sie eine Menge neuer Ideen, die gut bei anderen ankommen. Vor allem im Job bringt Sie das weiter. Ich wünsche Ihnen für diese Woche viel Liebe, viel Erfolg und dass die Sterne für Sie günstig stehen. Ich sage vielen Dank und würde mich freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder zum Horoskop sehen und hören. Und bis dahin alles Gute!